Servus Leute, willkommen zu einem neuen Stand der Dinge. Ich hatte ja eigentlich gesagt, den letzten Stand der Dinge, ganz so lange her, überlege Ende des Jahres, nächstes Jahr vielleicht eine neue Kamera zu holen. Schneller geworden, als ich gedacht habe. Hat den Grund, ich habe für diese Kamera ein super geiles Angebot bekommen, ziemlich günstig. Und da konnte ich auch nicht Nein sagen. Und meine alte Kamera, da wusste ich ja, wie viel die ungefähr wert ist, die da mittlerweile verkauft. Und somit komme ich da eigentlich zu einem recht guten Preis raus. Es handelt sich bei dieser Kamera um die Sony FDR AX53, eine 4K-Kamera mit Boss-Objektiv, sprich, es stabilisiert sie wieder selber, wie bei unserer alten. Wir hatten ja vorher eine HDR 730. Aber die HDR 730 kam 2012 raus und ist mittlerweile doch relativ alt. Und da habe ich mir gesagt, jetzt können wir mal, da es ja diese auch mit diesem geilen Objektiv gibt, können wir mal auf eine bessere wetzen, um die Qualität, Bildqualität des Kanals nach oben zu jagen. Ja, das ist so die Kurzfassung. Jetzt könnt ihr eigentlich abschalten, außer ihr wollt vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos haben, zum Beispiel, warum habe ich jetzt überhaupt wieder einen Camcorder geholt und nicht eine Systemkamera, Bridge-Kamera oder sogar eine Spiegelreflexkamera, weil das benutzen ja auch viele YouTuber mittlerweile. Und 4K, bringt das überhaupt was jetzt so, wenn wir hier, ne, YouTube? Das werden wir jetzt ein bisschen erörtern, wenn ihr dranbleiben wollt. Wie gesagt, sonst könnt ihr das Video eigentlich beenden. Das war so die grundlegende Info. Mikrofon haben wir natürlich wieder unser kleines Rode Mikro diesmal, weil das große hätte wahrscheinlich, ja, ne, das hätte vielleicht ein bisschen reingehangen auch. Ist aber egal. Ja. Das ist die neueste News. So, fangen wir mal an. Diese Kamera kostet so 67 bis 68 Euro. Also die FDR AX53. Und für dasselbe Geld hätten wir zum Beispiel auch eine Alpha 6300 mit einem ganz einfach Standardobjektiv kriegen können. Also eine Systemkamera. Bridge-Kameras sind sogar ein bisschen billiger, weil die haben keine Wechselobjektive. Aber die haben irgendwie in meiner Auswahl nie so eine Rolle gespielt. Spiegelreflexkameras, also richtige Spiegelreflexkameras wie die Alpha 7 Serie, sind natürlich preislich viel höher. Da bist du nämlich bei 1.900, 2.000 für die einfache. Aber die sind auch geil. Aber wieso habe ich jetzt nicht die 6.300 zum Beispiel geholt, sondern diese hier? Der wichtigste Punkt, der mich so ein bisschen von der 6.300 so abgeschreckt hat, war der Bildstabilisator, denn sie hat gar keinen. Ihr habt richtig gehört, sie hat nicht mal ein Digital. Das Bild, was da aufgenommen wird, wird unstabilisiert einfach auf die Karte aufzeichnen. So, jetzt habe ich mich ja bei der HDR 730 an dieses Boss-Objektiv. Ich kann ja mal hin und her schwenken. Und ihr seht, wie weich die Kameraführung ist. Ich habe mich da richtig dran gewöhnt, weil ich die Kamera auch häufig in Hand nehme. Ich will euch ja was am Auto zeigen, dann nehme ich die vom Stativ runter oder laufe damit rum. Und wenn ihr dann so ein verwackeltes Bild habt, finde ich, weiß nicht, da finde ich nicht so geil. Ich habe mir verschiedene Videos angeguckt von Leuten, die 6300 benutzt haben. Es gab sogar auch Vergleichsvideos mit dieser Kamera und der 6300, oder ne, der Vorgänger, AX33 war das, glaube ich. Die hat nämlich auch dieses Boss-Objektiv. Meine ich. Auf jeden Fall war da auch mehr ein sehr schönes Vergleichsvideo, vor allem wenn man zoomt und die Kamera in Hand hat, dann ist mit der 6300 vom schönen Bild keine Rede mehr. Jetzt einfach nur schrecklich. Auf jeden Fall habe ich mich an dieses sanfte Bild definitiv gewöhnt, dass man die Kamera einfach in Hand nehmen kann, filmen kann, ohne Angst zu haben, dass da ziemlich schrecklich wird, das Bild. Das ist bei der 6300 leider nicht so drin. Die 6500 hat einen Bildstabilisator, einen digitalen, kostet aber auch ein bisschen mehr, bis nicht mal 1,6 um den Dreh, so 1,4, 1,6. Also man ist da fast beim Doppelten, nur weil man Bildstabilisator und ein paar andere Funktionen hat. Die kann auch Zeitlupe aufnehmen, also 120 Bilder kann sie machen, aber nicht in 4K. Das kann die übrigens auch, die kann auch 120 Bilder in HD machen. Da könnt ihr ja auch mal sowas Low-Motion-Aufnahmen machen. Wenn man eine wirklich gute Stabilisierung haben will, sprich auch, dass sich das Objektiv bewegt, wie hier, ich sehe jetzt gerade, wird immer hin und her wandert, muss man sich ein Wechselobjektiv kaufen, wo das auch mit Motoren bewegt wird. Aber diese Objektive kosten Schweinegeld, könnt ihr ja mal nachgoogeln, dann wisst ihr, was so ein Objektiv kostet. Deswegen, das war schon der größte Punkt, der mich wirklich an der 6300 gestört hat. Sie stabilisiert einfach nicht. Punkt Nummer 2 ist die Handhabung ganz einfach.
diese Kamera, einen Camcorder, ist dafür gemacht, um Videos zu machen. Und zwar so zu machen für Leute, die keine Ahnung haben. Wo sie sich einfach nicht damit beschäftigen wollen. Die wollen die Kamera in Hand nehmen, einschalten, Aufnahme drücken und wollen eine gute Aufnahme haben. Und mit dieser Kamera ist es wirklich möglich, zu 95% gute Videos zu machen. Da gibt es so ein paar Dinge, die werde ich gleich auch erörtern, wo die Kamera nicht ganz so gut ist. Aber in den meisten Fällen macht man die Kamera einfach an, drückt Aufnahme und es läuft. Das Bild, ich kann mich noch in der Sonne drehen zum Beispiel. Jetzt strahlt die Sonne von hinten. Ich habe jetzt schon mal bei manchen Systemkameras gesehen, wie Alpha 605er, die dunkeln extrem runter dann. Man ist dann schwatt und man sieht nicht wirklich mehr was, weil die so runterjagt. Und ihr seht ja jetzt selber, hinten scheint die Sonne. Ich werde zwar ein bisschen dunkler und wenn ich mich jetzt wieder zum Monitor drehe, werde ich ein bisschen heller. Aber ihr könnt mich noch super erkennen. Das machen die Automatiken in der Kamera alles selbst. Das haben die Leute auch geschrieben im Test. Die Automatiken in dieser Kamera sind einfach nur super zum Aufnehmen. Man kann ein bisschen manuell eingreifen. Die Kamera hat hier vorne ein Drehrad, worauf man verschiedene Funktionen machen kann. Hier ist im Moment Zoom drauf. Zum Beispiel kann man da den Fokus drauf machen, um dann auch manchmal Sachen im Fokus zu bringen, Tiefenschärfeeffekt manuell hinzukriegen. Das funktioniert jetzt nicht ganz so gut mit dem Camcorder, werde ich auch mal gleich zu was sagen. Aber man kann nur eine Sache manuell einstellen. Mache ich hier zum Beispiel den Fokus hier auf das Rädchen im Manuell, sind alle anderen Funktionen im Auto-Modus. Mache ich dann jetzt Belichtung drauf im Manuell-Modus, dann ist auch wieder alles andere im Auto. Man kann nur eine Funktion verändern. Also man hat nicht sehr viel Einstellmöglichkeit. Dafür muss man sich aber auch keinen Kopf drum machen, irgendwas einzustellen in der Kamera oder am Objektiv zu drehen, damit das Bild schön wird, wie gesagt, wenn die Sonne von hinten ballert oder irgend sonst was. Das Bild ist noch einmal gut. Die einfache Handhabung ist auch ein Grund, warum ich mir einen Camcorder geholt habe, weil ich will einfach YouTube-Videos machen, ich will euch was zeigen, ich will die Kamera in Hand nehmen, ich nehme die Kamera häufig in der Hand und eine 6300 oder auch sogar eine 6500 bietet mir da nicht die gewünschte Qualität. Ist nun mal so. Und dann ist es leider auch bekannt, was ich sehr häufig lese bei der Alpha 6000er Serie, die frisst Akkus. Also man muss da wirklich sehr häufig einen Akku wechseln und man kann nicht einfach ein größeres Akku, also bei denen hier wird der Akku hinten eingeklipst, von unten hinten rein und man kann auch so einen riesen Akku da hinten dran hängen. Bei der 6300, 6500 etc. pp. hat man unten einen Schacht, wo man einen Akku reinsteckt, sprich man kann nur eine Akkugröße benutzen und die Kamera frisst Akkus wie Hölle. Was ich auch nicht so geil finde. Gut, man kann sich natürlich Akkus kaufen, wenn es umgeht nicht mehr und dann immer hier wetze. Aber ich habe hier die Kamera auch schon, die 730er, gerne einfach mal auf dem Stativ angelassen. Stromsparmodus ist hier abgeschaltet, sprich die Kamera fährt nicht runter. Man kann sofort weiter aufnehmen und ich finde es da ein bisschen uncool, wenn ich dann, weiß nicht, nach 40, 50 Minuten, was auch immer, immer wieder einen Akku wechseln muss. Auch eineinhalb Stunden war das, keine Ahnung. Hier hält es eben länger, das ist auch so eine Sache. Vor allem, ich kann meine anderen Akkus von den anderen Camcorder weiterverwenden. Da hätte ich wieder neue Akkus holen müssen. Das ist auch ein Grund, weswegen wieder ein Camcorder. Und eine geile Sache von der AX350 ist auch, dass dieses Objektiv einfach nur eine riesen Bandbreite hat. Wir können 20-fach optisch zoomen in 4K und einer guten Qualität, aber wir können auch extreme Nahaufnahmen machen. Wir können so nah an die Objekte rangehen, dass wir mit der Linse dran stoßen, er steht trotzdem scharf. Wir können jetzt mal als Beispiel hier eine Getränkeflasche irgendeines Anbieters benutzen. Wenn jetzt diese Getränkeflasche irgendeines Herstellers 10 cm Entfernung sind wir jetzt und gehen mal näher dran. Gehen dran, gehen dran, gehen dran. Jetzt machen wir mal unten die Schrift, gehen weiter dran. Stoß hier eigentlich mit dem Mikrofon schon dran. Ich drücke mal die Flasche einfach unten mal so weiter dran. So, jetzt stößt die Flasche unten ans Objektiv dran und der stellt noch immer scharf. Also ihr seht ja selber, das Bild ist scharf. Und ich finde das genial. Man kann richtig geile nahe Makroaufnahmen machen, aber man kann auch zoomen und das normal aufnehmen mit einem Objektiv. Man muss nicht irgendein Objektiv wechseln oder noch dazu kaufen. Man kann es einfach nutzen. Das haben auch die Leute im Test gesagt, dass die Nahaufnahmenfähigkeit dieser Kamera einfach genial ist.
Und um dann vielleicht Details am Auto zu zeigen oder irgendwelche Objekte, finde ich das schon sehr brauchbar. Jetzt werden sich natürlich die Leute fragen, ja, wenn dieser Camcorder so geil ist, warum benutzen das nicht alle YouTuber oder YouTuber, die zum Beispiel am Auto schrauben, die Kamera in Hand nehmen? Ich denke mal, ein Grund ist, die kennen diese Kamera nicht. Und ein anderer Grund ist, es wird leider auch viel auf YouTube versucht, den Leuten einzureden, mit einer Systemausspielreflexkamera muss man filmen. So. Diese Kameras haben natürlich einen Vorteil. Dadurch, dass die Systemkamera wie die 6300 einen Full-Frame-Sensor hat, sprich einen 1 Zoll-Sensor hat, kann sie im Dunkeln extrem gut aufnehmen. Sie kann besser aufnehmen als diese Kamera im Dunkeln, weil die hat nur 1,5 Zoll-Sensor mit vergrößerter Pixel. Des Weiteren ist die Grundbildqualität der 6300 ein Tick besser als von dieser. Sie kommt zwar nah dran an der 6300, ist aber nicht ganz so gut. Also, wenn man wirklich das Maximum an Qualität raus, also wirklich noch den Witzchen an Qualität rausholen will, dann braucht man wirklich eine Systemkamera oder Spiegelreflex, weil das Bild dann noch besser ist. Was mir aber persönlich nichts bringt, wenn ich was aufnehme, ist man also übertrieben, das kann selbst die Kamera nicht 100% ausgleichen. Das Bild ist verwackelt. Hat mal einer Treffen gesagt, man kann es noch so ein geiles Objektiv haben, noch so einen coolen Sensor, eine Kamera. Wenn die Aufnahme verwackelt ist, ist sie scheiße. So. Und ich habe mich so dran gewöhnt an eine 730er mit den... ich möchte es weiterhin haben, weil für mich ist das auch ein Teil der Bildqualität auf diesem Kanal, dass das Bild eben nicht so verwackelt ist. Denn weiter sage ich natürlich, dass man mit DSLRs und Systemkameras diesen Unschärfeeffekt relativ einfach hinbekommt, dieses Bokeh im Hintergrund, was viele Leute ansehen als gute Bildqualität. Dieses Bokeh kriegen wir mit dieser Kamera kaum hin, weil ein Camcorder versucht immer alles gleich schön hinzukriegen und viele Leute sagen dann, dass das Bild relativ flach und langweilig ist, weil wir diesen Tiefenunschärfe-Effekt nicht haben. Diesen Tiefenunschärfe-Effekt kriegen wir erst hin, wenn wir ein Objekt nah ranholen mit der Makroaufnahme, wird natürlich logischerweise alles im Hintergrund auch unscharf. Also ein bisschen können wir mit dieser Kamera aufspielen, wenn wir Tiefenunschärfe-Effekt haben wollen. Schweres Wort. Also wir können da schon ein bisschen mit spielen. Aber nach meiner Meinung ist dieser Effekt und sonst was ja, schön anzusehen, ja, aber weiß ich, steht ja da so geil drauf, dass das ein Must-Have ist bei Aufnahmen? Oder findet ihr jetzt dieses Bild flach und langweilig? Ich weiß es nicht. Dass ihr mich auch nicht falsch versteht, jetzt die Leute, die sich eine Systemkamera oder sogar eine Spiegelreflex für YouTube geholt haben, die macht ein besseres Bild, wie schon gesagt, auch in 4K als diese Kamera, kann im Dunkeln besser aufnehmen und man hat eben die Möglichkeit, wenn man sie nutzt, mit dem Wechselobjektive zu spielen und somit die Bildqualität auch noch auf ein viel höheres Level zu legen, weil man dann Objekte noch schöner in Szene setzen kann durch verschiedene Filter, Objektive und sonst was. Das hat natürlich schon seine Daseinsberechtigung, aber man muss es auch nutzen. Wenn man sich wirklich so eine Kamera holt, um nur mit dem Standardobjektiv drauf zu halten, weiß ich nicht, warum man sich da eine Spiegelreflexkamera holen muss unbedingt. Also eine Alpha 7 Mark III oder was da immer für 2.500 €, nur um ein Objektiv zu haben und dann immer nur auf irgendwas drauf zu halten. Weiß ich nicht. Wenn man schon die Möglichkeit hat, soll man sie nutzen, sonst kann man sich das ehrlich gesagt aussparen. Ist jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dieser Trend, dass alle nur noch Systemkameras und Spiegelreflexkameras auf YouTube nutzen, ist zwar schön, aber ihr kennt mich ja, ich renne ja nicht um den Gentrend hinterher. Es gibt ja auch noch genügend Leute, die sagen, Camcorder sind tot. Komischerweise kommen immer wieder neue Camcorders raus. Ich hoffe, dass Sony weiterhin auch noch einen Camcorder rausbringt. Es kam jetzt erst letztens die AX700 raus für fast 2.000 €. Die auch einen Full-Frame-Sensor hat, also deren Bildqualität kaum noch der 6300 hinterher steht oder eigentlich gar nicht mehr. Aber diese hat auch nicht dieses Boss-Stabilisierungssystem, weswegen sie, mal abgesehen vom Preis, für mich gar nicht in Frage kam, weil ich will dieses Objektiv haben. Und ich werde mir eine neue Sony-Kamera erst wiederholen, wenn eine neue aktuell mit diesem Objektiv rauskommt. Wird nie mehr eine rauskommen mit diesem Objektiv. Dann werde ich wahrscheinlich doch mal auf eine Systemkamera gehen, aber dann auch mit einem Wechselobjektiv, das diese Stabilisierung hat, was natürlich schweineteuer ist.
Aber ich will darauf nicht mehr verzichten. Ich will schöne, ruhige Aufnahmen haben, obwohl das Ding einfach nur in der Hand ist und nicht irgendwelche verwackelte sonst was. Nö. Ja, mal weg vom Thema Camcorder-Kamera, Systemkamera, was auch immer. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare eure Meinung reinschreiben, ob ihr meinen Schritt richtig haltet, nachvollziehen könnt oder was eure Meinung dazu ist. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema 4K. Das ist ja so ein gespaltenes Thema. 4K gibt es schon länger, 2011, 10 oder wann die ersten Infos rauskamen. Und Endgeräte kommen jetzt mal so langsam. Also 4K-Fernseher-Monitor kosten nicht mehr wirklich mehr als so HD, also Full HD. Was ist das? HD, ne, HD Ready war ja dieses Fake HD, sondern keine Ahnung. Auf jeden Fall kostet kaum noch mehr als HD-Fernseher. Das kommt ja immer mehr in Mode. Und somit finde ich es schon eigentlich zukunftssicher, langsam auf 4K zu gehen. Weil die Kameras kosten auch nicht mehr so viel. Also wenn man langsam auf 4K geht, dass man den Kanal dann auf 4K bringt, so dass man in Zukunft, sobald immer mehr Leute 4K-Fernseher und Monitor haben, dann eben ein bisschen zukunftssicher ist. Also der erste Punkt. Der zweite ist, 4K heißt ja nicht, dass nur die Leute, die ein 4K-Gerät haben, in Genuss von besserer Bildqualität kommen. Ihr profitiert alle von besserer Bildqualität. Ich hatte es unter dem letzten Stand der Dinge mal kurz drunter geschrieben. Es ist aber wirklich so, wenn ich mit dieser Kamera jetzt 1080p aufnehme, also nehme direkt 1080p mit dieser Kamera auf, ist die Aufnahme im Endeffekt schlechter von der Qualität, als wenn ich mit der Kamera 4K aufnehme und ihr euch dann bei YouTube das in 1080p anguckt. Echt? Warum? Das liegt daran, dass die Kameras intern komprimieren, wie auch YouTube komprimiert und sehr viele Sachen dadurch wegfallen, weil das die höchste Auflösung ist. Und deswegen habt ihr dadurch auch eine bessere Bildqualität, wenn ich jetzt eine 4K-Aufnahme mache und ihr guckt euch das in 1080p an, weil ihr habt nur ein HD-Gerät, dann habt ihr eine bessere Bildqualität einfach. Bisschen detailreicher, schärfer. Das Bild ist einfach schöner, als wenn das, wie gesagt, direkt in 1080p aufgenommen wurde. Das haben auch schon einige YouTuber in Videos verarbeitet. Da könnt ihr ja gerne mal nachsuchen bei YouTube. Da gibt es ein paar Videos zu. Deswegen die aktuelle Alpha 7 nimmt intern in 60k auf und rendert es intern auf 4K runter, weil das Bild einfach besser ist, als wenn es direkt in 4K aufnimmt. Schon direkt. Mal davon ab, dass ihr jetzt als HD-Nutzer ein besseres Bild habt, gibt es noch eine Sache. Es gibt immer mehr Leute, die Handys und Tablets benutzen zum YouTube gucken. Ist euch bekannt, ne? Also wenn man hier Statistiken aufruft, bei vielen sind Handys und Tablets vorne. Handys und Tablets nutzen 1440p Auflösung. Und zwar schon sehr lange. Und mit einer 4K-Aufnahme unterstützen wir auch diese Auflösung. Sprich, ihr habt alle was davon, dass ich jetzt Videos in 4K aufnehme und hochlade. Gut, ich habe nichts davon, ich muss länger hochladen, schneiden und rendern. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Also ich habe jetzt schon ein paar Videos, also schneiden geht ohne Probleme bei dem Computer, da leckt nichts, gar nichts. Rendern dauert nicht mal so viel länger, weil ich habe hier vorher HD in 50p aufgenommen, sprich Doppelbild. Und das hat auch noch relativ lange zum Rendern gebraucht. Das 4K ist ja nur in 25 Bilder. Und das braucht jetzt nicht unbedingt so viel länger als das, was ich vorher gerendert habe. Natürlich sind Dateien viel größer. Das Hochladen dauert ein bisschen länger, aber oh Gott. Ja, und das Verarbeiten bei YouTube dauert länger. Dauert viel länger. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, ich habe ja schon ein paar Testvideos hochgeladen und mir auf dem 4K-Fernseher angeguckt. Geile Qualität, also muss ich echt sagen. Es war da schon mal der Fall, dass es einen Tag gedauert hat, bis das Video in 4K zur Verfügung war. Deswegen spontanes Rendern, mal davon ab, dass das länger dauert ein bisschen und spontanes Hochladen ist dann nicht mehr drin, weil wenn ich 4K beibehalten will, also ich muss schon mindestens einen Tag bis zwei Tage vorher das Video
hochladen, damit es auch in voller Qualität bestaunt werden kann. Das ist schon ein bisschen der Nachteil. Aber wie gesagt, ihr habt alle was davon als HD-Nutzer, als Tablet-Nutzer, als Handy-Nutzer. Ihr habt alle jetzt eine bessere Bildqualität. Und wenn ihr ein 4K-Endgerät habt, habt ihr so eine geile Qualität jetzt. Weil man sieht einfach mehr. Die Kamera hat ja auch ein bisschen breiteres Bild als die alte. Also man sieht schon links, rechts ein bisschen mehr. Breiteres Bild, wie heißt das da mal? Egal, ihr wisst, was wir meinen. Also man sieht A ein bisschen mehr und B durch die 4K-Auflösung sieht man auch viel, viel mehr Details und viel, viel mehr Sachen im Hintergrund. Zum Beispiel Sachen, die im Regal stehen, da kann man jetzt die Schrift erkennen und lesen, was man vorher nicht konnte. Also ich kann wirklich nur sagen, es ist eine Steigerung, es ist nicht eine Spielerei, so alle auch, ich hole mir jetzt eine neue Kamera, weil ich hab Bock und mache jetzt 4K, weil das in ist, sondern es bringt wirklich allen was, dieses 4K. Jo, das war viel Blabla, würde ich mal sagen. Wenn ihr bis jetzt geguckt habt, Respekt. Danke fürs Zuschauen. Also dieser Kanal wird jetzt auf 4K gehen. Ich hoffe, euch gefällt die zukünftige Qualität in Bild. Ton war ja sowieso in Ordnung, denke ich mal. Edgar ist die Serie, die noch am längsten in normal HD laufen wird, bevor es auf 4K übergeht. Sonst werden die nächsten Videos werden dann alle so in 4K rauskommen, da ich so ein bisschen gewartet habe auf die Kamera mit aufnehmen und jetzt nehme ich jetzt ein bisschen mehr auf. Ihr könnt auch eure Meinung mal drunter schreiben zum Thema, wie gesagt, Camcorder, Systemkamera, Spiegelreflexkamera, 4K. Mal eure Meinung drunter schreiben. In dem Sinne kostet euch das ja sowieso nichts und außer einmal auf Abo zu klicken, aber das kostet ja auch nichts. Nur ein bisschen Mühe, Fingerbewegung kostet euch das. Und ihr habt eben bessere Bildqualität in allen Belangen jetzt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, Kommentieren, für Abonnieren. Denkt dran an die Glocke, ne? Sonst geht so manche Sau unter. Wir sehen uns in einem neuen Video demnächst. Hui. So, wir machen mal Testaufnahme. Das heißt, wir wandern mal hier rum. So, mit dieser Kamera, dasselbe machen wir ungefähr auch mit der anderen.